Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wisst ihr, warum wir Österreicher viel klüger sind als die Deutschen? Das ist in Wirklichkeit ganz einfach. Die Deutschen gehen zur Schule, wir Ösis gehen auch hinein. Wobei wir an der Stelle vielleicht uns ein kleines bisschen auch abhalten lassen können von kleinen Nebeneffekten wie Wetter oder, ach ja, der klassischen Nullbockitis. Ich glaube nicht, dass sich irgendein Jugendlicher wirklich in die Schule hineinkämpfen würde. Eher das Gegenteil, dann wenn die Schulglocke läutet, wo man mehr oder weniger versucht, sich gegenseitig zu zertrampeln, damit man so schnell wie möglich irgendwie draußen ist. Aber daraus kann man offensichtlich auch Filme machen. Man kann nämlich sogar Action-Komödien draus machen. Vor allem, wenn man Steven Chow heißt. Der hat im Jahr 1991 unter der Regie von Gordon Chan nämlich bei dem Film Fight Back to School mitgespielt. Dabei handelt es sich eben um einen Film, der in Hongkong mit Kategorie 2 Rating veröffentlicht wurde, der zwar in dem ein oder anderen Land ebenfalls ausgewertet wurde, der allerdings niemals deutschsprachige Gefilde gesehen hat. Demnach wird es wahrscheinlich auch niemanden überraschen, dass der ebenfalls von Chow und Chan gemachte Film Fight Back to School 2, der ein Jahr später entstanden ist, beziehungsweise Fight Back to School 3 aus dem Jahr 1993, ebenfalls niemals in Deutschland veröffentlicht wurden. Der dritte Teil ist dann allerdings noch deswegen eine relativ große Abweichung von den ersten beiden Teilen, weil auch der Regisseur ein anderer ist und Steven Chow nicht mehr an allererster Stelle im Cast genannt wird, aber zumindest in dem Film noch zu sehen ist. In England hat sich jetzt 88 Films des Fight Back to School Franchises angenommen und hat diese Trilogie als Box auf Blu-ray veröffentlicht. Dabei hat man allerdings eine, wie ich finde, relativ basic wirkende Version veröffentlicht, in der jeder einzelne Film in einem Standard 14mm Emery Keepcase zu sehen ist und keinerlei Booklets, Goodies, Posters, sonstige Sachen mit dabei sind. Stattdessen bekommen wir hier ein neu gezeichnetes Cover-Artwork auf dem Frontcover-Artwork, das dann außerdem hier unten noch in eine J-Card übergeht, die natürlich auf dem Backcover auch die nötigen Informationen enthält. Schauen wir vielleicht einmal gleich hier drauf auf diese Details, da erfahren wir dann nämlich eben beispielsweise, dass diese drei Filme zum ersten Mal veröffentlicht werden auf Blu-ray, beziehungsweise dass wir eben hier 1080p Transfers bekommen, wo die herkommen oder in welcher Auflösung die Master erstellt wurden. Das ist hier in diesem Fall nicht bekannt. Auch lese ich tatsächlich nicht den Namen des Künstlers, der für diesen Release das Artwork beigesteuert hat. Aber wir können jetzt dann einmal versuchen, diese J-Card hier zu entfernen und damit einen Blick auf das komplette Blu-ray-Schuber-Artwork zu bekommen. Ach ja, wir haben es tatsächlich mit Artwork von Sean Longmore zu tun, der aber in dem Fall, finde ich, deutlich weniger Details irgendwie in dieses Frontcover-Artwork integriert hat, als er das bei einigen anderen wirklich beeindruckenden Releases wie beim Postman bzw. bei Taxi Hunter gemacht hat. Wir finden hier ein paar Charaktere, die in diesem orange-rötlichen Stil eben hier zusammengefügt wurden, beziehungsweise haben dann auch auf dem Backcover, aber finde ich, ein durchaus cooles Bild, wo man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennen kann, dass es sich hierbei um ein neu erstelltes Design für diesen Release handelt. Cool, finde ich ehrlich gesagt, die Puffen in der einen, den Labello in der anderen Hand, das ist auch eine relativ coole Pose, ist natürlich eben auch dasselbe Bild, das wir da bereits auf der J-Card, auf dem Backcover hatten. Aber werfen wir jetzt einmal einen Blick auf die drei einzelnen Cases, die uns die Filme präsentieren. Und dabei hat der erste Teil eben diesen selben Farbstil, dieses gelblich-orange, das wir eben auch bei dem Hauptcover-Artwork draußen haben. Dabei sehen wir, dass wir auch hier so diese Grundzüge von dieser Collage ähnlich gestaltet haben wie außen auf dem Schuber. Bekommen dann natürlich auch hier noch ein neu gestaltetes Backcover mit ein paar weiteren Informationen rund um diesen Film. Können dann einmal einen Blick ins Innere werfen. Da haben wir eben beispielsweise auch das alternative Originalposter, in meinem Fall ein bisschen einen Versandschaden, aber können hier dann einmal einen Blick auf das Original Hongkong-Poster werfen, wo es natürlich dann auch ein entsprechendes Wendecover gibt, wo natürlich auch auf dem Backcover dann eher Originalelemente verwendet werden und nicht irgendwelche
neu dargestellten und gezeichneten Geschichten. Dann werfen wir gleich einmal direkt einen Blick auf den zweiten Teil, der grundsätzlich ein sehr ähnliches Cover-Artwork bzw. einen sehr ähnlichen Cover-Artwork-Stil aufweist, dabei allerdings komplett andere Farben liefert. Das Ganze ist in dem Fall nicht gelblich-orange, sondern eben eher so bläulich-türkis, würde ich das in dem Fall beschreiben. Eigentlich schaut das Ganze fast ein bisschen aus wie das typische generische Fuck You Goethe-Cover. Was jetzt natürlich auch gar nicht mal so schlecht in dem Fall vielleicht zu dem Inhalt von dem tatsächlichen Film passt. Hier haben wir dann natürlich ebenfalls ein paar Bildelemente, dann noch hier auch auf dem Backcover. Da finde ich tatsächlich noch ein viel cooler erstelltes und gestaltetes Design, beziehungsweise gibt es hier auch das Wendecover, das neben dem Disc-Design dann hier auch das Originalmotiv bietet. 88 Films hat übrigens, nachdem diese Fight Back to School Auflage offensichtlich entweder schon ausverkauft ist oder zumindest zur Neige geht, bereits eine Neuauflage im Werk, wo allerdings alle drei Filme in einem Keepcase vereint sind, natürlich mit drei Discs. Die drei Discs sind natürlich dieselben, die wir auch von den einzelnen Releases kennen, beziehungsweise sind die aber anders bedruckt, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht auf den Facebook-Preview-Bildern. Ja, haben einen anderen Discdruck, sind allerdings wahrscheinlich inhaltsgleich, gibt keinen Schuber mehr, kein sonstiges Zeug, weil ich nebenbei nämlich wirklich jetzt noch extra nachgeschaut, ob ich mir gar nicht mal so sicher war, ob ich nicht vielleicht bei diesem Set schon eine Neuauflage erwischt habe, weil ich das ein bisschen befremdlich fand, eben dass sogar diese Erstauflage hier keinerlei wie immer geartete Poster oder sonstige Goodies enthalten hat. Aber wir können dann einmal einen Blick auf den dritten und letzten Teil der Trilogie werfen. Auch hier mit ein bisschen einem anderen Farbstil bekommen wir ein neu gestaltetes Cover-Artwork eben von Sean Longmore, wobei dieses Element hier auch sehr schick wieder weitergeführt wird auf das Backcover mit weiteren neu gestalteten Dingen. Das ist wirklich, wirklich überraschend, dass es nichts als Goodie oder Beilage dafür gibt. Außer halt eben natürlich die Original-Poster als Wendecover. Aber ist in dem Fall eine, wie ich finde, ziemlich bare bones wirkende Veröffentlichung. Vor allem, wenn man sich nebenbei dann einige andere Editionen von 88 Films ansieht, die ja eben mit Postern, Booklets, sonstigen Goodies ausgestattet sind. Aber man muss halt eben tatsächlich als Fan asiatischer Filme nehmen, was man kriegen kann, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil eben leider nicht alles immer gut verfügbar ist. Diese Filme eben, wie gesagt, sind mir mit dieser Veröffentlichung von 88 ja überhaupt das allererste Mal auch überhaupt in die Reißen gekommen. Es gibt ja scheinbar unter demselben Titel noch eine Neuauflage, wie gesagt, aber noch immer keine deutsche Auflage zu den Filmen, was ich sehr schade finde, was es aber wahrscheinlich auch niemals geben wird. Deswegen, okay, besser als nix ist das auf jeden Fall schon.